Hallo und willkommen in meiner Werkstatt. Besondere und herausfordernde Zeiten. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr schützt euch und schützt die anderen. Und ich wünsche allen viel Kraft, vor allem jenen, die es momentan wirtschaftlich schwer haben, viel Kraft. Es wird immer die Krise vorübergehen und man kann versuchen, das Beste aus der Zeit zu machen. Die Haare werden sowieso länger und man kann nur schauen, dass auch nicht die Wampen, wie man sagt in Österreich oder in Wien, die Wampen größer wird und vielleicht die Dinge erledigen, die man lange aufgeschoben hat, so wie die Werkstatt aufräumen, Werkzeuge schärfen und reinigen. Sofern man Holz auf Lager hat, kann man Projekte bauen. Wenn man Resthölzer hat, kann man kleine Hilfsmittel, so wie Bankhaken fertigen. In dem heutigen Video geht es um ein paar Denkanstöße, weil man kann ja auch dann Projekte natürlich planen, wenn das Ganze die Krise vorbei ist. Nämlich, mich haben immer schon besondere Holzformen fasziniert. Man denkt nur an Charles und Ray Eames, amerikanisches Möbeldesigner-Ehepaar, die haben diesen legendären Lounge Chair entworfen. Wunderschönes Stück Möbel. Und das hat mich immer schon gereizt. Und das erste Projekt, das hier in dieser Werkstatt entstanden ist, war ein rundes Hi-Fi-Möbel. Und das zeige ich euch nachher direkt in meinem Wohnzimmer. Ist dann hinten nach, habe ich dann ein zweites Möbel gebaut und ich experimentiere mit diesen runden Formen. Und zwar nicht in Form von Dampfbiegen, ich habe auch nicht die Vakuumpresse und kann große Furnierplatten formen, sondern ich muss mir da anders behelfen. Wie genau, möchte ich euch dann nachher dann zeigen, vielleicht als Denkanstoß. Bevor es losgeht, möchte ich wieder meinen Kanal empfehlen. Und zwar diesmal den Peter von Leimis Werkstatt. Hallo Peter, ein gelernter Tischler, macht wunderschöne Projekte und gibt wertvolle Tipps. Ich kann euch nur empfehlen, schaut mal rein. Jetzt baue ich die Kamera um und wir sehen uns gleich wieder. Ihr seht ja schon, das ist eine Folgevariante, aber ich zeige euch zuerst einmal das erste Möbel, das hier entstanden ist, das Hi-Fi-Regal. Das habe ich immer noch, das werde ich euch dann nachher direkt in meinem Wohnzimmer zeigen. Gebaut habe ich das aus Fichtenkanthölzer mit etwa 5 cm Kantenlänge. Ich habe die Seiten mit, auf Gärung geschnitten mit etwa einem Grad und habe dann Staffel für Staffel übereinander verleimt und auch verschraubt und so dann diese runde Form geschaffen. Ich zeige euch kurz mal eine ganz kurze Fotostrecke von dem Bau von meinem ersten Hi-Fi-Regal. Ihr habt es gesehen, ich habe hier die beiden Seitenteile getrennt gebaut und das war, ja, es ist bei weitem nicht perfekt geworden. Aber ich möchte mir kurz das Ganze in Natura zeigen, deswegen gehen wir kurz in mein Wohnzimmer. Da stehe ich jetzt vor dem Hi-Fi-Regal. Das Besondere sieht man hier sind diese gebogenen Seitenflächen. Das wirkt sich aus meiner Sicht auch subjektiv positiv auf die Raumakustik aus mit diesen Stereo-Lautsprechern. Mir gefällt die Form einfach sehr gut. Das, was mir nicht besonders gut gefällt, ist die Farbgebung, nämlich diese Leimholzbuche in Kombination mit der lasierten Eiche, das passt nicht ganz von der Farbkombination. Das Regal ist auch sehr, sehr stabil, ich rücke es öfters hin und her, also das hält nach wie vor. Aber klar, das war mein erstes Möbelstück in der Form, das ist bei weitem nicht perfekt. Abgesehen von der Farbgebung, da gibt es einiges zu optimieren, aber an sich, wie gesagt, wenn ich das hier so in der Größe und der Form noch einmal bauen, mit ein paar Variationen, klarerweise, aber so vom Grundkonstrukt etwas so. Es entstand dann ein zweites Regal, da hatte ich sogar das Glück, es ausstellen zu können bei einem Hi-Fi-Händler. Die Form ist etwas anders, die Bauweise die gleiche, nur mit einem großen Unterschied. Ich habe nicht zwei, die beiden Platten getrennt gebaut, sondern ich habe eine große oder eine breite Platte gebaut und die dann schlussendlich getrennt. Damit hatte ich zwei wirklich fast identische Seitenteile. Und das Regal ist höher geworden und etwas schmäler und auch hierzu gibt es eine kurze Fotostrecke. Ich muss sagen, da war ich schon stolz, wo ich dann gesehen habe, dass wirklich teure Hi-Fi-Geräte auf meinem Hi-Fi-Regal Platz finden. Das hat mich dann schon gefreut.
Und das Regal ist ja natürlich Geschmackssache, vor allem die Farbe ist Geschmackssache, es ist doch sehr wuchtig und sehr mächtig, aber ja, es hat auf jeden Fall hat seinen Platz gefunden, das freut mich natürlich sehr. Und ich habe dann auch weiter experimentiert mit den Formen von Holz. Und das nächste war dann die Formverleimung. Also nicht mit der Variante, dass man das Staffel für Staffel formt und dann hinten auch mit einer Exzenterschleife und dieser weichen Schaumstoffauflage dann entsprechend rund formt und nachschleift. Und das erste, was da entstanden ist, ich habe einen Couchtisch gebaut. Auch hierzu gibt es eine kurze Fotostrecke. Ja, für Formverleimung braucht man natürlich eine Form. Gebaut habe ich die für den Couchtisch, für die Beine aus rohen Spanplatten, so wie diese hier, also eine andere, mit drei rohen Spanplatten mit jeweils 19 mm Stärke. Damit habe ich eine Breite von 57 mm und ich habe diese Auflegefläche mit diesen Bügelkanten versehen, eben für die Leimrückstände, damit ich das Holz leichter lösen kann. Und ihr seht, ich habe das sehr groß gebaut, weil ich das mit Spanngurten und auch mit so Eisenträgern befestigt habe. Heute werde ich es anders machen und ich werde es dann anders machen, nämlich mit diesen Rohrspannzwingen von Otora. Die kann ich echt nur empfehlen, die sind relativ kostengünstig und die erzeugen eine unglaubliche Spannkraft. Also die sind wirklich zu empfehlen, vor allem eben für so eine Formverleimung. Und ihr seht hier, das sind zwei wirklich massive Teile, da kann man wiederholen genau Holz formen. Und Voraussetzung ist natürlich, man braucht diese Streifen. Das war auch ein Grund, warum ich mir die Bandsäge gekauft habe, um mir selbst diese materialeffizient diese Streifen rauszuschneiden, weil bei der Kreissäge geht doch sehr viel Material verloren. Mit der Bandsäge hat man nur einen sehr, sehr geringen Verschnitt. Deswegen auch die Bandsäge ein Mitgrund, um meine eigenen Furniere zu schneiden. Und hier ist eine Form. Und kommt mal kurz mit. Und da seht ihr jetzt, das ist jetzt der neue Entwurf. Mit dieser Form gebaut, das sind nämlich einfach Einzelstreifen, die ich dann hier so aneinander geleimt habe. Der Vorteil ist, das ist unglaublich stabil. Also, ich werde es noch sehen, ich kann mich da draufstellen, es bewegt sich keinen oder bewegt sich kaum, es ist unglaublich stabil. Es ist genau, wenn man einmal diese Form geschaffen hat, kann man jederzeit so ein Holz formen und es hat genau die gleiche Form, das ist der große Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, es ist sehr zeitaufwendig, denn hier zum Beispiel, das ist 3 cm dick und die Einzelstreifen sind ungefähr 3 mm stark, das heißt, ich habe hier 10 Streifen verleimt, also braucht man für 5 cm Breite 10 Streifen, aber man kann mit dieser Form gleich 2 Streifen auf einmal leimen. Das heißt, ich habe hier jeweils 2 Streifen in einem Zug verleimt, denn nachdem das Ganze hier die Form parallel bleibt, kann ich so viele Streifen leimen. Dazwischen habe ich immer so Papier gelegt, damit sich die Streifen nicht untereinander verleimen und so dann 2 Elemente auf einmal verleimt. Wenn das Regal jetzt da 50 cm lang wird, brauche ich hier 100 Streifen, die ich verleimen muss. Also das ist nicht gerade leimsparend, aber es wird dafür wunderschön und wie gesagt unglaublich stabil. Wenn ich dann mein neues H4-Regal baue, dann werde ich wahrscheinlich die äußere Schicht nicht in diesem Fichtenholz machen. Und übrigens macht sich den gleichen Fehler wie ich, dass ihr hier die Äste außen liegen habt, sondern schaut, dass ihr astfreie Hölzer außen verwendet. Aber ich werde wahrscheinlich die äußere Schicht dann mit einem Nussholz machen und das Füllmaterial des Fichtenholz, weil es eben sehr günstig ist, und innen auch eine Nussschicht und da draußen werde ich es einfach dann mit Nuss furnieren. Aber auf jeden Fall Füllmaterial Fichte. Ich muss nur schauen, wie stark ich das Ganze mache. Wie gesagt, 3 cm ist diese Variante hier dick und die ist unglaublich stabil. Vielleicht mache ich es etwas schmäler, das muss man noch anschauen. Und man sieht hier, glaube ich, ich habe hier die Wuchsrichtung, jetzt geht es um die Oberflächenbehandlung. Für alle, die meinen Kanal kennen, die wissen, ich arbeite am liebsten mit den Handhobeln. Aber um diese Fläche hier zu glätten und zu putzen, braucht man einen speziellen Hobel. Ich habe mir deswegen einen Schiffshobel oder im Englischen einen Compass Plane gekauft.
Der ist eigentlich genau dafür gedacht, weil man hier die Sohle verstellen kann, um der Form zu folgen. Den Hobel habe ich gebraucht gekauft und entrostet. Da möchte ich euch ganz kurz nur zeigen, wie das ausgesehen hat. Also wieder mit der Methode in einem Essigbad mit einem hochprozentigen Essig mit 25%, das habe ich über Nacht einlicken lassen und hat den Rost wunderbar gelöst. Das ist ein Stanley mit der Nummer 113 und ich muss ehrlich sagen, ich bin von diesem Stanley-Hobel, jetzt mal meinen Stanley 45 ausgenommen, ich werde mir keine mehr kaufen, weil ich bin auch gebraucht, die gibt es eh nur gebraucht, die Original-Stanley, denn das Messer von diesen Stanley-Hobeln, das ist kein Messer, sondern das ist ein Blech, weil diese sogenannten Messer, das ist 2 mm stark und man sieht es hier, ich kann es mit der Hand biegen. Und das Hobelmaul ist nicht verstellbar. Ich habe zwar hier diesen nett gemeinten Spanbrecher. Also ich komme mit diesen Hobeln nicht zurecht. Ich weiß, Paul Sellers, der verwendet nur diese Stanley-Hobeln, nur ich habe jetzt da die Nummer 113, ich habe auch noch diese Nummer 3C. Auch hier ist das Hobeleisen ein Blech mit 2 mm, entsprechend rattertes Eisen. Ich habe versucht, diese Form nachzuhobeln, wollte auch davon ein kurzes Video drehen, nur das bringt nichts, denn das, was passiert ist, ich habe hier lauter Schaden im Holz, weil das Hobel einfach springt da ist nicht die Stabilität da, weil 2 mm sind definitiv zu dünn. Also nur aus meiner Sicht werde ich mir keinen Stanley, auch keinen gebrauchten mehr kaufen. Jetzt mal die Nummer 45 und diese Spezialhobel ausgenommen. Aber all jene, diese Bankhobeln in dieser Bauform mit diesen dünnen Eisen, ist eine Katastrophe. Mit denen kann man nicht sauber arbeiten. Vor allem dann, wenn das Holz ein bisschen schwieriger ist. Liegt natürlich auch an meiner Fertigkeit. Ich habe noch zu wenig Übung für diesen Hobel. Aber ich habe doch schon einige Erfahrung mit Handhobeln zu arbeiten. Und das ist eine Grundvoraussetzung, ein nicht ratterndes Messer. Und wenn das Messer wie hier sein Blech ist, das muss einfach springen. Beim erst größeren Widerstand neigt es zu rattern und zu springen. Ich habe auch schon überlegt, dass ich hier, weil der Ulmer Hobel kostet gebraucht 45 Euro, neu 70 Euro, also ich habe gezahlt 45 Euro, das Messer ist 4 mm stark. Das rattert nicht, das ist einfach 4 mm. Ja? Und das ist 2 mm. Blech, Messer, also ich kann hier nicht von einem Messer sprechen. Ich habe mir schon überlegt, dass ich vielleicht mein Ulmer Messer oder ein anderes, wenn ich eines gebraucht bekomme, weil es genauso breit ist, nämlich 40 mm, dass ich das vielleicht hier in der Mitte diesen Schlitz hinein bohre und ausfeile und dann hier dieses Messer verwende, denn mit dem würde auch die Schneide wesentlich knapper bei der Kante da vorne liegen und vor allem, das rattert nicht. Aber in der Form kann ich diesen Schiffshobel leider nicht einsetzen. Das heißt, es gibt auch eine andere Variante, also wie gesagt, mit diesem Exzenterschleifer mit der Schaumstoffauflage. Man muss halt nur bei den Kanten aufpassen, wenn man hier sofort die Kante abrundet. Also man muss da eher wirklich vorsichtig arbeiten, wenn man ansonsten sich hier, wie gesagt, die Form vielleicht sogar ruiniert. Man kann es aber in der Hand bearbeiten. Es gibt ein gutes Video, neben vielen anderen guten Videos von Heiko Rech, nämlich eine Variante, wie man sich einen eigenen Schleifglotz für genauso runde Formen bauen kann. Da verlinke ich euch unten den Link zu diesem Video. Eine andere Variante ist natürlich auch mit der Ziehklinge zu arbeiten, aber eine Ziehklinge auf diesem Fichtenholz, das funktioniert auch nicht wirklich gut, weil ich hier eine raue Oberfläche bekomme, weil das mit diesem schabenden Schnitt wirklich rau wird. Das heißt,
Die Oberflächenbehandlung, ich würde am liebsten diesen Schiffshobel einsetzen, aber das funktioniert nicht mit diesem Messer. Also ich komme mit dem einfach nicht zurecht. Das heißt, Oberflächenbehandlung werde ich wahrscheinlich dann, sofern ich diesen Hobel nicht hinbekomme, klassisch dann mit einem Schleifpapier, mit einem Exzenter schleifen, mit einer feinen Körnung machen. Aber das ist immer die Oberflächenbehandlung, denn die Form an sich ist ja schon gegeben, anders als bei der Staffelholzverleimung, weil hier muss ich wirklich deutlich Material abtragen, um diese Kanten zu glätten und eine runde Form zu erhalten. Aber hier, nachdem die Form schon gegeben ist, muss man nur etwas das Ganze nachbearbeiten. Eines möchte ich euch nicht vorenthalten, nämlich ich habe das Glück gehabt, mein Bruder hat mir hier so Fassbretter, solche Tauben geschenkt. Und die haben schon von Haus aus eine wunderschöne Form. Ich habe davon 4 Stück. Ich werde mir davon jetzt aber kein vierjähriges Regal bauen, aber ich werde auf jeden Fall hier diese Tauben verarbeiten. Auch da habe ich geplant, mit dem Schiffshobel zu arbeiten. Da werde ich schauen, wie ich das Ganze bearbeiten kann. Vielleicht geht hier das mit der Ziehklinge, aber aus dem werde ich mir eventuell eine Kommode bauen. Hier für diese Schubladen, das Schubladenfront. Aber das ist natürlich auch eine Variante, wenn man bereits gebogenes Holz hat. Wie gesagt, das Dampfbiegen, darüber kann ich nichts sagen. Da gibt es andere Videos, da kann man es natürlich auch mal versuchen. Ich bin mit dieser Formverleimung sehr zufrieden, weil ich gemerkt habe, es wird unglaublich stabil. Und auch wenn es zeitaufwendig und leimintensiv ist, geht es wirklich sehr, sehr gut. Nochmal von der Seite, also ihr seht, das ist wirklich eine wunderschön geformte Platte, die unglaublich stabil ist. Man kann mit verschiedenen Hölzern experimentieren, wie gesagt mit Fichtenholz, 3 mm Stärke geht es sehr gut zum Biegen. Man sollte eben nicht die Äste nach außen, also nach außen leimen, sondern schauen, dass man außen eben astfreie Hölzer verwendet. Man kann auch wie gesagt andere Hölzer verwenden. Ich werde das Vierjähriger wahrscheinlich mit Nuss bauen. Wenn ich es baue, nehme ich euch auf jeden Fall mit der Kamera mit, beziehungsweise wenn ich mit den Tauben hier, also mit diesen Fassbrettern eine Kommode bauen werde, seid ihr auch dabei. Das ist mal als kleine Anregung. Wie gesagt, über das Dampfbiegen kann ich nichts erzählen. Es gibt andere Varianten, aber es ist eben eine Methode, so ein Holz zu formen. Ja, das Wichtigste, ich wünsche euch natürlich viel, viel Gesundheit. Schaut auf euch und schaut auch auf die anderen in der doch sehr, sehr schwierigen Zeit. Viel, viel Kraft und hoffentlich bis bald.